So, da sind wir wieder bei Watch Dogs Legion und wir machen heute weiter und lernen unser Team mal kennen. Moin, Freunde. Ja. Das ist der erste. Dann haben wir hier vorne noch eine junge Dame. Was geht so? Wir sind jetzt einfach so bei Desktop, was? Keine peinlichen Einführungsfoto oder eine Aufnahmeprüfung? Ja, läuft das doch. Wir improvisieren einfach, klar. Klar? So, dann fehlt uns jetzt noch einer. Dann machen wir das doch. Quatsch mal mit Sabine. Gute Arbeit, Team. Ist schön, dass sich das Versteck endlich wieder füllt. Der einzige Weg, um London vor der totalen Unterdrückung zu retten, ist der Wiederaufbau des Widerstands. Wir müssen rekrutieren, trainieren und unser Arsenal auffüllen. Die Leute warten darauf, aufzubegehren und ihre Stadt zurückzuholen. Wir müssen ihnen nur zeigen, dass Deb Zack auf ihrer Seite kämpft. Oh, krass, Mann. Zeigen wir es den Machtfreaks, die London ruiniert haben, klar? Albion macht dabei garantiert gut Kohle. Unter denen wirkt London wie ein Kriegsgefangener. Und Clan Kelly. Gangster haben auf den Straßen das Sagen und es wird immer schlimmer. Wahr, aber denkt dran, dass da noch diese Zero-Day-Hacker-Gruppe ist. Sie haben DedSec schon einmal besiegt und sie werden es wieder versuchen. Ich glaube, dass sie die Anschläge verübt und DedSec beschuldigt haben. Mit eurer Hilfe werde ich der Sache auf den Grund gehen. Dann haben wir viel zu tun. Genug geredet. Befreien wir London. Okay. Erster Punkt auf der Liste. Der Signals Intelligence Response Service oder SRS oder die Earl Grey Gestapo hat eine Überwachungstechnologie namens AR-Rekonstruktion entwickelt. Modernste Verletzung des Rechts auf Privatsphäre. Und genau deshalb eventuell sehr nützlich, um Zero Day zu finden. Da gehen wir mal raus in die große weite Welt. Da, wo wir es eigentlich schon probiert hatten, aber nicht hinbekommen haben. Aber da fehlt ein paar Informationen. Und das machen wir jetzt. Wie gesagt, zwischendurch muss man sich einfach mal in dieses Spiel ein bisschen reinarbeiten und reinhacken, klar. Wir müssen Schadensbegrenzung betreiben, wenn wir nicht als ein Haufen brutaler Schläger dastehen wollen. Ich überlasse es ganz dir, wie du auftreten willst, aber denk dran, du repräsentierst jetzt DedSec. DedSec-Kapitel begonnen, Teamziele. Melde mich zum Dienst. Fahren wir mit dem LKW, egal. Das ist Albion. Nee, das wollte ich jetzt gerade nicht. Albion ist quasi, glaube ich, so die Polizei. So von London hier. Kann ich nicht vom Auto aus machen, ne? Ich muss die Musik mal ausmachen. Bärnackeliga. Nee, das will ich jetzt gerade gar nicht machen. Der Aufbau einer Widerstandsgruppe erfordert Agenten mit besonderen Fähigkeiten. Technisches Wissen, Waffengeschick und körperliches Training sind allesamt wertvoll. Beim Bärnackelboxen findest du Leute, die ordentlich austeilen können oder einstecken. Besiegst du alle Gegner in einer Arena, kannst du dich ihrem Spitzentalent stellen. Beweise deine körperliche Überlegenheit. Vielleicht hat DedSec dann bald ein neues Mitglied. Das liegt sicher an euren Primateninstinkten. Komm, dann machen wir das jetzt, wenn wir schon mal dabei sind. Kann ich dich jetzt nicht... Hallo, ich will dich... Hallo! Dann halt nicht. Schau mal, kann man da gar nicht raus gerade. Da sind wir wieder mit The Upload.
vor, als hätte es Krypto schon immer gegeben. Aber das ist eine recht neue Erfindung. Warst du ein Early Adopter? Ich muss mich echt umorientieren, dass wir in London sind und hier Rechtsverkehr haben. Oh, da sind. Natürlich den Punkt, aber jetzt machen wir dann noch in Ruhe. Wer braucht schon Kreisverkehr? Ich fahre einfach geradeaus. Upsi, Entschuldigung. Ich bin neu. Ich habe gerade frischen Führerschein. Ich muss das machen. Entschuldigung. Ah, ich bin gerade auf dem Weg dahin, das ist nicht den Zielpunkt. Was ist das denn, ne? Es ist Mainstream geworden. Ich werde fast wehmütig, wenn ich daran denke, wie sich Bargeld anfühlt. Die guten alten Scheine unten. Upsi. Erst machen sie aus Papierscheinen Plastikscheine und jetzt ist einfach alles digital. Es gibt nichts Greifbares mehr. Es war klasse, einfach immer ein bisschen Geld in der Tasche zu haben. Der Wendepunkt im Vereinigten Königreich kam wohl vor ein paar Jahren, als das Pfund in nur 3 Monaten um 10% gefallen ist. Anfangs nutzten Leute außerhalb des Systems Krypto. Und als alle ihr Vertrauen in das Pfund verloren, setzten sie es stattdessen in Kryptowährungen, die sich als deutlich stabiler erwiesen. Es widerlegte die Ursprünge. So, dann gehen wir da mal hin. War da natürlich die Rezession. Es dauerte nicht lange, bis Startups in dieser neuen Art von Finanzgeschäften ihre Chance witterten. Eine Menge traditionelles Geld wurde in Krypto umgewandelt. Das erschütterte den Finanzmarkt. Wenn du überfordert bist oder eine Verschnaufpause brauchst, kannst du jederzeit deine neuen Teammitglieder bitten, einzuspringen. Du hast die Wahl. Das ist der Vorteil, wenn man zusammen und nicht allein arbeitet. Na dann, gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an hier. Jo, ich bin direkt vor Ort. Theoretisch sollte es mir die AR-Rekonstruktion ermöglichen, Überwachungsdaten aus verschiedenen Quellen zu nutzen, um vergangene Ereignisse nachzustellen. Greife auf ein Datenrelais zu, dann kann ich die Metadaten für dieses Gebiet abrufen. Hm. Sperrgebiete sind gefährlich und sind auf der Medikarte markiert. Halte irgendwie sichtbar, Kontakt wird über angegriffen. Aha. Ich geh mal raus hier. Das ist mir gerade ein bisschen zu heiß. Ich muss jetzt. So, jetzt habe ich eine. Nehmen wir die Waffe von ihm mal mit. Kann ich die Waffe?
Kann ich die nicht irgendwie ausmachen? Diese komischen Sicherheitslaser? Dann machen wir das. Komm, wir machen das mit der Spinne. Oder geht das nicht? CTOS AR. Flachrekonstruktion läuft. Scheiße. Die Scheißzukunft ist jetzt, Bro. Genau, diese super coole Technologie, die ich haben will, brauchen wir unbedingt, um Zero Day zu verfolgen. Scheiße, ich kann sie nicht auf unsere Server klonen. Okay, greif hier auf das Netzwerk zu, dann finde ich schon raus, wo wir sie herkriegen. So, ich muss mal gerade gucken. Das da ist der C2S-Hub. Aha, okay. Nehmen wir es mal mit. Aha, der SARS setzt diese Technologie in seiner Zentrale ein. Und ich habe jetzt das Handbuch, wie man das System einrichtet. Und jetzt verschwinde. Wie willst du ihr Spielzeug stehlen, wenn du in einem ihrer Gulags hockst? So, ich komme aus dem Gebiet. Okay. Bro, ich will diese AR-Technologie. Was muss ich dafür tun? Das Programm ist auf einem Server auf dem Dach der SAS. Das war mit Zentrale. Du musst ihn dir einfach nur schnappen und in ein paar Ballungsräume bringen, damit ich ihn neu auf das DedSec-Netzwerk kalibrieren und meine eigene Version klonen kann. Du meinst den Server von dem Scheißdach holen? Ja, geniale Idee. Wir brauchen jemanden mit Zugriff auf eine Fracht- oder Baudrohne, die ihn da runterfliegen kann. Die perfekte Gelegenheit, ein echtes Schwergewicht zu rekrutieren. Wir brauchen also ein Schwergewicht, ja? Was soll das bedeuten? Dann strengen wir mal unsere Gehirnzellen an. Also wer hat denn in London Zugriff auf eine Baudrohne? Vielleicht jemand, der beim Bau arbeitet? Ach, was du nicht sagst, Bax. Das war doch nicht so schwer, oder? In der Nähe ist eine Baustelle. Ich wage zu behaupten, dass du dort wahrscheinlich jemanden zum Rekrutieren finden wirst. Hier sind die Koordinaten. Dann fahren wir mal zur Baustelle. Oder wir gehen. Gut. So. Verdächtige in ihrer Umgebung gemeldet. Möglicherweise bewaffnet und gefährlich. Zentrale, wir verfolgen das Ziel. Scheiße. Das ist ja die super, dass ich...
wir verfolgen die Zielperson. Diese alten Regierungsversprechen über ausreichende Nahrungsversorgung waren am Ende auch nur Lügen. Heute fehlen uns grundlegende Nahrungsmittel und wichtige Medikamente. Hunderte sind bereits an Dingen gestorben. Fuck. Eigentlich war das alles geplant. Scheiße. Banden wie Clan Kelly über unsere Städte. Und Premier Del Fasani ist nicht mal im Lande, um wenigstens so zu tun, als kümmere sie ihn. Wie sind wir von einem Konsumparadies zu einem Ort leerer Regale geworden, an dem man um Vorräte kämpft? Was hat das Land des Überschusses in einen wilden Westen voller Nahrungskämpfe und Schwarzmarktbarone verwandelt? Wir schützen jeden, der in unserem Podcast spricht. Entschuldigung, GTA-Krack. War keine Absicht. Politikjournalist Ian über die Drahtzieher hinter der Knappheit. So, wie soll ein Bauarbeiter erstmal rekrutieren? Kann ich jetzt... Was passierte als Ian? Kann ich auf der Karte jetzt gerade die Mission hier markieren? Ja. Als erstes wurde verhindert, dass frische Lebensmittel importiert wurden. Klar, man kann ohne frische Lebensmittel leben. Die Lebensqualität wurde schlechter. Aber es ging. Das Schlimmste war, dass wir keine radioaktiven Isotope hatten. Radioaktive Isotope setzt man beim Erkennen und Behandeln von Krebs ein. Das Zeug hat eine echt kurze Halbwertszeit. Technetium hat früher Hunderttausende nur durch Früherkennung von Krebs gerettet. Ganz zu schweigen von den Krebstests. Aber es hat eine Halbwertszeit von 66 Stunden. Sobald die Mauern hochgezogen wurden, reichte die Zeit nicht mehr, es ins Land zu bringen. Und dann starben die Leute. Dann noch die Medikamente. Es gibt eine Menge Medikamente, Upsi, die nicht einfach so lagern können. Zumindest ist es kurz, dass tatsächlich versucht, einen Teil der Medikamente in großen Stilen zu lagern. Bei ein paar Sachen ging das. Aber für den Großteil war es einfach nicht möglich. Wir hatten ein Riesenproblem bei Medikamenten gegen Schizophrenie. Also gingen die anderen auf der Straße nach oben. Das Ding ist ja aber abartig. So, warte mal, ich muss mal die Musik runter machen. Audio und Sprache, ich drehe die Musik komplett ab. Ich muss aber auch die Dialoge mal ein bisschen was hochdrehen. Dialoge und die Gesamtlautstärke, dass ich da ein bisschen mehr komme. So. Jetzt ist es besser. So, wir sollen also noch einen Bauarbeiter rekrutieren und das machen wir noch in dieser Folge, ja? Start war die Rekrutierung. Du siehst aus, als könntest du bei der Rückeroberung Londons eine Rolle spielen. Bist du etwa von DEZEC? Ich könnte Hilfe brauchen. Wir gucken, was wir tun können. Worum geht's? Clan Kelly hat mir geholfen, eine Arztrechnung zu bezahlen und ich arbeite meine Schulden bei ihnen ab. Das Problem ist nur, dass sie ständig was hinzufügen und ich praktisch ihr Sklave bin. Gut. Wir haben das im Griff. So. Ja. Okay, was soll ich jetzt mit dem machen? Clan Kelly lässt unseren neuen Freund weiterbluten, wenn wir nichts unternehmen. Diese Baustelle wird von einer Kelly-Untergruppe zur Geldwäsche genutzt, die in Camden Market operiert. Alle Aufzeichnungen über seine Schulden sind sicher dort gespeichert. Okay, cool. Finde den Laptop beim Camden Market. Warte mal, muss ich gerade gucken? Ach, das geht aber. Im Idealfall, was ist denn das hier? Ach, Propaganda. Komm, wir fahren mit dem Bus. Also ich... Ja, halt, stopp. Ich hätte gerne den Bus hier. Ne, warte mal, halt. Ja, bleibst du mal bitte hier? Pff, dann halt nicht. Schön, ich dachte mir, ich kann mir einen Bus kapern. Ja, komm her jetzt hier. Ich habe ja selber zum Beispiel sogar einen Busführerschein. Also ich dürfte es ja rein nicht so in-game, ich darf es ja wirklich auch in echt. Was haben wir hier? Ach, Propaganda. Oh, Entschuldigung. Tot. Einsatzleitung an alle Einheiten. Ich setze dem jetzt ein Ende.
Nähern uns der Zielperson. Nur gezielt schießen. Wir brauchen hier dringend ein Reinigungsteam. Ende. So, dann fahren wir mit der Karre mal weg. Irgendeine Spur vom Ziel? Bitte bestätigen. Ja, mehr. Haben wir die Propaganda jetzt eigentlich gestört da? An alle Suchtrupps, abbrechen. Das hat keinen Sinn. Bist du für die Aufgabe nicht richtig ausgestattet? Du kannst dein Gerät gegen ein anderes tauschen, das besser geeignet ist. Shit, die Kellys haben den Ort abgeriegelt. Das Ausmaß dieser Operation ist krank. Wann ist Clan Kelly nur so groß geworden, Bro? Du suchst ein Terminal oder ein anderes Gerät, auf dem Clan Kelly die Schuldaufzeichnungen gespeichert haben könnte. Habe ich irgendwo eine Kamera, wo ich ein bisschen was arbeiten kann? Nee, ne? Muss irgendwas sein. Komme ich da nicht ran? Doch, komme ich. Ich muss gerade gucken, wo ich hin muss. Über seine Schulden löschen, damit unser neuer Freund seinen Hals auf der Clan Kelly-Schlinge ziehen kann. Absoluter Knaller. Okay, dann weiß ich zumindest, wo ich hin muss. Super. Die Drohnen, die alles beobachten, verleihen dieser Stadt zwar ein Gefühl von Knast, aber was für die Gesellschaft schlecht ist, kann für DedSec gut sein. Du kannst diese nervigen kleinen Spitzel hacken und damit vorauskundschaften. Ich sollte mal da ein bisschen aus der Gruppe gehen. Ich bin unter Beschuss. Lade nach. Bam!
So, tot. So. Haben wir sie alle mal kurz klein gehauen. Und dann haben wir mal ein bisschen Ruhe. Gut. Dann gehen wir da jetzt mal. Ich sehe mir das mal an. Passt auf euch auf, der Drecksack ist doch hier. Yeah. Oh, fuck! Fuck! Ah, Cannabis und Fentanyl durch das Wunder der Genetik endlich vereint. Echt? Hey, darüber kann ich gar nicht böse sein. So, kann ich jetzt. So, dann muss ich da irgendwie hoch jetzt, oder was? Dann sperren wir das ganze Ding mal. So, machen wir gleich Feierabend. So, ich mache eine Vision 49. Komme ich da jetzt rein? Ja. Dann löschen wir das ganze Ding mal. Ja, wir müssen da ein bisschen in der Nähe bleiben. Gegner sollten wir jetzt keiner warten, sondern nur. Transfer abgeschlossen. Fertig. So, entkommen wir aus dem Gebiet. Machen wir doch so. Beim Gegner haben wir wieder keine mehr da gerade, weil wir haben sie ja Gott sei Dank alle weg ausgenockt. So, und dann haben wir die Rekrutierung abgeschlossen. Wir haben Danny Hamilton rekrutiert. Alles gut, Bro. Keine Schulden mehr bei Clan Kelly. Wir haben deinen Arsch gerettet. Was für eine Erleichterung. Ich habe viel Gegenteiliges gehört, aber ihr seid echt in Ordnung. Warum trittst du nicht DedSec bei? Du willst es doch. Genau das wollte ich hören. Ich bin dabei. Genau, so ist es. So, Trittelchen kann ich es mit Danny Hamilton und das machen wir in der nächsten Folge und dann sehen wir uns dann hoffentlich wieder bei Watch Dogs. Und da freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet.